Hey und ho, liebe Parkitect-Fans! Schmerzlich willkommen zu einer kleinen Sonderausgabe hier live mal wieder aus meinem Minenpark-Resort. Ich habe ein paar Sachen zu tun, warum und wieso erzähle ich euch gleich im Video. Jedenfalls gibt es hier im Spiel inzwischen ein paar neue Sachen, die ich sehr gut in meinem Industriepark gebrauchen kann. Daher mal nichts wie ran an die Arbeit. Viel Spaß dabei! Es läuft, sage ich euch, es läuft. Der Park läuft sehr gut, ja. Und ich bin zurück mit eben dieser kleinen Sonderausgabe hier. Hab mal ein wenig Lust, in die neuen Sachen reinzuschauen. Ich würde mal vorschlagen, wir gucken uns das direkt mal an, was es inzwischen gibt. Wir sind ja nun auch schon auf der Beta 11. Ich habe einige Male jetzt darauf verzichtet, so ein Sondervorstellungsvideo zu den Beta-Versionen zu machen. Ganz einfach, weil da nicht so besonders viel drin war, dass sich das gelohnt hätte, eine richtige Folge abzudrehen. Was für uns aber jetzt hier besonders interessant ist, das sind diese neuen Partikel. Ja, wir haben jetzt also, wenn ich es jetzt hier auch finde, unter Effekte ein paar neue Partikelsysteme, zum Beispiel Nebel. Ich würde sagen, wir gucken uns das direkt mal an. Ja, fängt wieder an zu regnen. Klar, ist klar. Pass mal auf, ich hatte schon eine Stelle gesehen. Ja, das ist so vorschlagen, ich gehe hier mal ein bisschen durch, denn das alles ist ja auch schon wieder Vorbereitung für meinen Sonderfilm, den ich da machen möchte, mit ein bisschen spezieller Musikuntermalung. Habe ich schon angefangen, aber ich habe festgestellt, ein paar Sachen fehlen einfach noch im Park, die ich hier noch so einfügen sollte. Wie wäre es denn zum Beispiel hiermit? Ein bisschen Nebel. Keine Sorge, wenn ich dieses Menü gleich wieder ausschalte, dann verschwinden auch diese blauen Items hier, die sind ja nur so Griffe, damit man das ein bisschen positionieren kann. So, das ist ja schon sehr, sehr gespenstisch hier. Auch hier in der Mitte auch noch einen. Das finde ich natürlich sehr gut. Ja, das ist ziemlich cool. Ja. Nebel. Ja, passt doch sehr gut. Ach, guck mal hier ein Schornstein. Da fällt mir schon gleich das nächste ein. Also erst hatte ich vor, ja, ich präpariere mal meinen Park, damit ich hier noch ein paar schönere Aufnahmen machen kann. Ich brauche da jede Menge Kameraeinstellungen für meinen Spezialfilm. Und dann habe ich mir natürlich gleich auch gedacht, na, warum drehst du das nicht auch? Dann dreh doch mal noch eine Sonderfolge. Manche Leute freuen sich bestimmt. Und hoffe ich doch jedenfalls. Also machen wir das so, dass wir es leicht verstecken. Und dann mache ich auch direkt noch ein paar daneben. So. Und dann sieht das schon ganz gut aus. Ist natürlich nur Trockeneis, Nebel, ist auch klar. Drehen wir das nochmal so ein bisschen. Mal gucken. Oh wow, ja genau, das sieht doch sehr gut aus. Ja, ein bisschen schief, wenn man von dieser Seite guckt, ne? Aber so genau nehmen wir es jetzt nicht. Das qualmt da halt irgendwie hoch. Was soll's. Was war da noch? Zeig mal. Ein Splash haben wir hier. Ja, wir können ja doch mal vielleicht lieber so durchgehen und schauen, wo wir vielleicht noch erstmal ein bisschen von dem Nebel noch einfügen. Hier zum Beispiel, das sieht doch bestimmt cool aus, hier in diesem kleinen Eingang. Vielleicht auch noch mehrere. Wird das dann dichter? Oh wow, das finde ich gut. Das finde ich gut, zeig ich mal. Ja, passend zu Halloween. Jetzt, wo ich hier drehe, ist das auch Ende des Monats wieder. Halloween. Da machen viele Freizeitparks heutzutage diese Halloween-Events. Ja, das kenne ich besonders aus dem Moviepark in Bottrop. War ich jetzt schon länger nicht mehr. Muss man ja jetzt auch nicht jedes Jahr haben. Aber das ist immer recht nett. Vielleicht kann man die hier vorne noch ein bisschen einqualmen. Nochmal Fork. Machen wir hier unten noch so ein bisschen hin. Das sieht doch auch ganz gut aus. Bisschen unheimlich. So. Vielleicht hier noch ein bisschen auf der Seite. Das wabbelt da rum. Ja, wer das noch nicht mitgemacht hat, also jetzt, ich kenne das wirklich nur aus dem Moviepark und heute machen das, glaube ich, ganz, ganz viele Parks. So eine Halloween-Aktion. Das ist ziemlich cool.
wer auf sowas steht, so Halloween oder auch mal mit Kindern unterwegs ist, ne? Familienmäßig auf Tour. Na klar, ein bisschen Geld sparen, damit man sich den Eintritt erlauben kann. Aber das lohnt sich schon. Das ist schon ziemlicher Gaudi, sag ich mal. Wenn die ganzen Zombies da rumrennen und Leute, Typen mit Kettensäge und so. Schon sehr unheimlich. Alle megamäßig geschminkt und kostümiert. Ja, vielleicht tue ich hier auch noch eine Flamme rein. Wo es gefällt mir eigentlich ganz gut hier, ne? Dass da nur eine Flamme ist. Die können wir vielleicht noch ein bisschen dicker machen. Die war sowieso ein bisschen schief drin, habe ich gesehen. Das wollen wir ja nicht jetzt hier, ja? Dann machen wir das hier mal richtig amtlich. Mal von der Seite gucken. Ja. Sehr fein. Dann haben wir hier diese Sachen noch, die sind auch cool. Da kommen solche kleinen Blitze aus, so elektrische Funken. Das brauche ich in meinem apokalyptischen Industriegebiet. Da kommen wir noch hin. Jetzt machen wir hier erstmal ein bisschen weiter. Hier könnte auch nochmal ein Nebel hin. Das finde ich einfach cool, wenn man so in so ein Gebäude reingeht, in der Warteschlange. Und dann irgendwie erstmal im Nebel steht. Nicht schlecht. Schauen wir mal durch, ob wir noch ein paar Sachen entdecken, so ganz spontan. Einfach mal. Ich habe nämlich ewig nicht reingeguckt, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht, was sonst noch dazugekommen sind. Immer so Kleinigkeiten. Ach, hier haben wir ein paar kleine Übersetzungsfehler. Toter Baum. Das sieht jetzt nicht aus wie ein toter Baum. Eher ganz im Gegenteil. Das ist dieser schöne hier, oder nicht? Ist das doch mal ein anderer? Warte mal, ich habe hier noch so eine Wiese. Hier oben in dem Dorf. Alte Minenarbeiterstadt, ne? Aber sie sind sehr schön. Sie sind sehr schön. Da haben sie wirklich eine richtig gute Idee gehabt, dass sie da nochmal jemanden rangeholt haben ins Team. Jedenfalls vorübergehend. Die dann hier diese Zusatzbäume noch entwickelt hat oder moduliert hat. Die sind auch alle wirklich sehr schön geworden. Das ist nicht so einfach in so einem, ja schon mit, ja so einem Spiel mit so einem eigenen Kunststil, ne, noch was hinzuzufügen, was dann noch etwas mehr Details hat und dennoch sehr gut dazu passt, ne? Also nicht schlecht. Hier oben zum Beispiel würde das auch noch sehr schön in das Gelände von der Bahn passen. So eine schöne Farbe. Haben sie gut ausgesucht. Macht doch einen schlanken Fuß, ne? Genau. So, jetzt aber nicht übertreiben mit den Bäumen hier, sondern, was fällt mir noch ein? War nicht noch, Beleuchtung? Schauen wir mal eben rein. Hier. Wusste ich gar nicht, dass diese Papierlaternen, dass die auch... Ach, das ist sowieso neu, sehe ich gerade. Ich habe nämlich hier eine hingehängt. Aber ich hatte doch vorher schon... Ach, das sind auch diese kleinen Laternen. Okay, aber es gibt doch, glaube ich, auch solche Wimpel einfach, ne? Die so gelanden. Moment, da gab es noch eine schräge Version. Seht ihr, das ist nicht dasselbe. Ja, guck mal, ist da doch schon so viel drin inzwischen. Dass man nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht. So, jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das jetzt hier intelligent verbinden, dass das auch passt. 10,5er Höhe. Mal gucken hier so rüber, ne? Hier. Na, ein bisschen tiefer. So, jetzt schauen wir mal. Oh ja, ist ein bisschen schief. Komm, dann machen wir das auch richtig. Ah, von hier aus kann man es besser sehen, ja. Ja, müssen wir da vielleicht noch irgendwie einen Ständer hinstellen. Hier. Ah. So, hier schauen wir mal, ob wir hier irgendwie eine Stange haben. Ja, da die Säulen. Kann man die schwarz machen? Schwarz sieht ein bisschen nach Metall aus. Kann man so einfach ranklatschen. Das finde ich ganz gut. Ich arbeite nicht so gern auf dem Grid. Also so finde ich, sieht es einfach natürlicher aus, wenn man nicht immer auf dem Grid baut. Was man ja auch machen kann, aber für manche Sachen schon. Aber manchmal muss es auch nicht sein. Ja, nicht unbedingt jedenfalls. So, hier, können wir jetzt mal eben auf Nacht schalten? Hier. Ach, da gehen die an, super. Seht ihr, das sind doch Lampen hier. Das ist ja sehr schön.
Wieso habe ich denn das jetzt nicht gesehen? Moment, das möchte ich jetzt wissen. Alle verdrehen die Augen so. Oh, hat er immer noch nicht kapiert. Nein, habe ich nicht. Und? Aber die sind doch hier gar nicht aufgeführt unter Beleuchtung. Habe ich doch recht, die sind irgendwo anders einsortiert. Ne? Gut, weiter. Haben wir hier noch irgendwie einen Effekt ranzubringen? Vielleicht können wir hier auch noch mal ein bisschen Nebel hintun. Also ich finde das gut. Macht jetzt keinen Sinn da so in der Luft? Ja, aber andererseits kommt Nebel aus der Luft ganz einfach, ne? Ja, das wirkt jetzt nicht so doll, wie ich dachte. Wahrscheinlich auch, weil ich hier so einen hellen Boden habe. Ne? Aber das würde ich vorschlagen, lassen wir jetzt trotzdem einfach mal so. Sieht sehr schön aus hier im Dunkeln. Mir fehlen ein paar. Haben wir sowas wie Fackeln, so kleine, so wie so ein Gartenfackeln. Kennt ihr die? Wer einen Garten hat, mal im Sommer so Fackeln aufstellen. Beleuchtung und zwar Scheinwerfer, schwimmendes Licht, das ist auch nicht schlecht. Nein, es gibt nur so normale Fackeln hierfür an die Wand. Die würden dann hier nicht so passen, ne? Obwohl hier so eine kleine Wandlampe ist, ist sicher ganz schön. Das ist letztendlich die meiste Arbeit, die man an solchen Parks hat. Dieses Ausdekorieren und Ausgestalten von jeder Ecke. Dass das wirklich richtig schön aussieht. Ach, guck mal hier, das ist doch fantastisch. Na, hier brauchen wir das Grid jetzt, dann trifft man wenigstens die Wand. Oh, das sieht doch sehr schön aus. Hier müssten eigentlich noch Balkontüren drauf. Haben wir Türen da? Ich guck mal in meinem Mod nach. Windows. Wo sind denn die Türen? Moment, da oben. So was Simples, Schlichtes. So. Jetzt gibt es auch Balkontüren. Da vorne ist nämlich eine. Siehst du, und da klauen wir jetzt mal die Farbe. So, hier vorne war schon eine dran. Wusste ich's doch. Da klauen wir jetzt mal die Farbe. Und bringen die hier auch noch überall an. So. Und das sieht halt schon viel besser aus. Und jetzt klauen wir nochmal die Tür. Auch mit der Pipette. Der Pipette. Mit dem Mantelsplitter. So. Wie konnte ich das vergessen, dass die Häuser hier alle auch Balkontüren haben? Ist doch klar. So schön Balkon gebaut, keine Tür dran. Tja, einfach vergessen, ne? Und dann nicht mehr dran gedacht. Ja, ist doch gut. So, jetzt haben wir aber alles, ne? Ja, das Gebäude ist ja ganz anders. Dem Selbstfahrer da drin. Oha, ja okay, hier nehmen wir auch noch ein paar Lampen dazu. Jetzt, wo wir schon so schöne Beleuchtung haben im Spiel, ist das schon seit einiger Zeit der Fall, können wir auch mal hier wirklich nacharbeiten. Achso, das sind ja jetzt wieder normale Lampen, okay. Vielleicht finden wir jetzt hier auch die Girlanden? Nee, doch nicht. Gut, dann nehmen wir auch hier diese schönen, vielleicht so versetzt, immer hier in der Mitte. So, also in die Mitte von diesen, dann die drei, dann darüber gegenüberliegend. Das sind so bewährte Prinzipien der Rundumbeleuchtung. Der nahtlosen Ringsumbeleuchtung. Hier fehlt auch noch eine Lampe, wohl auf und ja, komm, das ist doch okay. Ein paar düstere Schummer-Ecken muss es schon geben, ne? Manche Leute wollen sich ja vielleicht gerade mal die Pärchen etwas zurückziehen vom Rummel. Vielleicht ein bisschen knutschen. So. Jetzt geht meine Fantasie wieder mit mir durch.
Deswegen machen wir schnell mal weiter mit etwas ganz anderem, vielleicht mit Bordsteinen, genau. Da fehlt doch hier noch. So. Ja, den Weg habe ich ja nicht extra nicht da so richtig rangeführt, sondern nur so angedeutet, damit da niemand reinrennt. Das finde ich jetzt ein bisschen unpassend. Was wir hier noch machen können, ist mal den Bordstein noch fertig machen, obwohl ich weiß nicht. Können wir, jetzt bin ich dabei, jetzt mache ich es auch, aber ohne war es eigentlich auch gut. Man könnte sich ja auch schön noch eine kleine Hecke oder sowas vorstellen. Jetzt sieht es einfach noch ein bisschen edler aus, noch ein bisschen mehr Arbeit. So. Das kann in der Tat teilweise recht dröge werden, wenn man solche großen Parks baut. Wenn man diese Details da einbaut. Das macht man dann gerne mal, dass man nebenbei noch YouTube-Videos guckt oder so, ne? Und dann diese Routinearbeiten so erledigt. So, jetzt mache ich es. Ah, jetzt mache ich es auch komplett. Das ist nicht schlimm, das kann da ruhig eine kleine Variation sein. Ein Happy Mistake, würde Bob Ross jetzt sagen. Kann ruhig mal lassen. Das gibt dem Ganzen mehr Charakter. Soll ja hier nicht so ein steriler Designerpark werden wie Walt Disney oder sowas. Ganz ehrlich, sowas braucht doch kein Mensch. Finde ich auch toll. War mal in Euro Disney oder Euro Disney und hat mir eigentlich auch gut gefallen. Aber es ist auch schon total lange her. Ne? Weiß gar nicht, wie das jetzt ist. Und ich bin echt, weiß Gott, kein Walt Disney Fan. Die haben sogar geschafft, Star Wars zu versauen. Aber ist egal, das ist eine ganz andere Geschichte. Ich will jetzt hier auch keinen Shitstorm ernten. Oder säen vielmehr. Ja, sondern machen wir einfach. Oh, das sieht super aus hier. Das sieht super aus hier mit den bunten Lampen und so kunterbunt, richtig Steampunk-mäßig irgendwie. Das klappt aber auch hier, ja. Die Straße sieht so. Habe ich das so gewollt? Habe ich das so gewollt, dass ich das. Ich meine, ja, warum nicht? Das soll so eine Grenze darstellen, ja, so ein Grenzstreifen. Obwohl, das können wir noch anders machen. Pass mal auf, wie wir das machen. Habe ich nämlich eine Idee. Wir haben ja unendliche Möglichkeiten inzwischen, da ich auch einige Mods habe und selber noch Mods entwickelt habe, extra für diesen Park. Jetzt eins am anderen. Eins am anderen. Dann nehmen wir erstmal hier den Weg. Den machen wir jetzt erstmal mit dem Pinsel, dass wir das hier sogar malen. Ganz hervorragend, ja. Und dann gehen wir nochmal hier hin. Schauen in die Mods. Das ist, was ist denn das? Ist das auch? Ich glaube, es ist auch. Ja, hier haben wir es schon. Dann habe ich diese schönen Absperrstreifen oder Warnstreifen hier. Ah, das finde ich auch ein bisschen passender. Hier schon überall, okay. Ja, aber ist auch gut. Ist alles gut. Wenn man schon sowas baut, ja, also Mods anfertigt, dann will man das ja auch irgendwie einbauen. So, aber jetzt geht's los, Kinders. Jetzt brauchen wir nochmal Partikel. Gebt mir die Partikel. So, wo ist das denn? Das findet man schlecht. Effekte. Ja, Effekte. Das muss man mir einfach merken, dass Effekte genannt wird. Erstmal brauche ich hier viel Rauch. Ja, wo passt Rauch? Oh, hier passt Rauch hin. Hier oben kommt Rauch raus. Pass auf, so. Hier qualmt auch noch alles. Ja, muss ich jetzt mal so machen, dass man hier nicht diese Düse sieht. Wo hab ich den denn da hingesetzt? Bin ich denn nicht ganz bei Trost? Getroffen. Hier, das ist gut, ein bisschen niedriger. So. Das ist auch schön. Ja. Schön, ne? Wie kann man hier so einen Rauch schön finden in dem Sinne? Aber hier draußen, das ist es. Das ist es. Und die fahren auch mal so ein bisschen durch den Qualm. Hier ist ja auch überall Feuer. Komm, das passt schon. Ich will nur nicht, dass man diese Düse sieht. Jetzt bin ich erstmal über Tage.
Ach komm, dann geht das auch. Das geht auch ganz gut. So, ach komm, das fällt auch gar nicht auf. Hammer. Ja, hier sieht es auch aus, als würde das noch glimmen. Ja. Mal ein bisschen im anderen Bereich gucken. Jetzt auch nicht alles voll pflastern. Ist ja auch mal spannend, wie jetzt das Spiel dann noch läuft. Ich muss auch sagen, ich habe wirklich, ja, ob das hier passt, weiß ich nicht. Lieber Nebel, ne? Hier ist der Nebel ganz gut. Ja, ich muss sagen, dass ich bisher überhaupt keine Performance-Probleme habe hier in dem Spiel. Obwohl der Park ja wirklich sehr groß ist und ich teilweise auch nochmal ja, so richtig Leute reinpushe mit dem Cheat-Mod und so auf 6000 Leute oder so bin ich schon mal gegangen, glaube ich. Und ja, da merkt man so allmählich, dass es nicht mehr so ganz geschmeidig ist, aber ist wirklich nicht so wild. So, pass auf, hier machen wir mal eine richtige Wand. Eine Nebelwand hätte ich jetzt hier gerne. Und unten noch was. So. Und wie sieht das jetzt aus? Pass auf, das probieren wir jetzt mal eben aus. Wir machen mal noch ein paar Experimente. So, okay, also schaut doch mal, das ist doch das, was ich meine. Ich habe jetzt mal experimentell die Perspektive Kamera eingeschaltet. Das ist ein Mod. Und ja, ich wünschte mir im Grunde mal, seien wir mal ehrlich, das sieht doch echt schön aus, oder? Ich wünsche mir echt, die würden das wirklich mal selber, die Entwickler, mal richtig machen und dem, uns Spielern wirklich zumindest die Möglichkeit einer freien Kamera bieten, ne? Verstehe schon, das ist ein isometrisches Spiel, so ist das auch konzipiert. Kann man alles nachvollziehen, aber ich finde es trotzdem unheimlich schön. So, seht ihr mal, jetzt habe ich hier also schon richtig Probleme, hier durch die Gegend zu fahren mit der Kamera. Ich lasse sie mal stehen und mal gucken, ob sich das Spiel dann wenigstens wieder fängt, dass man hier mal ein bisschen zugucken kann. Ja, bremst mal ab, bremst mal ab. Ne? Also es ist nicht so perfekt, aber schön sieht's aus. Zweifellos, oder? Nun denn, ich gehe mal wieder raus aus diesem Mod. So, und jetzt läuft's auch wieder. Ja, ist klar, mit so einer freien Kamera hat man natürlich auch eine ganz andere Bildperspektive, wo viel mehr gerendert werden muss. Ne, da passt viel mehr drauf und das ist einfach dann schwierig und verstehe ich schon, aus Performance-Gründen kann man das da wahrscheinlich nicht viel besser machen. Aber wie gesagt, ich benutze das inzwischen sehr gerne für so Screenshots und auch in dem Film, diesen Sonderfilm, den ich ja gerade mache, wird man das häufiger mal sehen, weil es einfach cool ist. Und jetzt bauen wir hier nochmal ein paar Funken. Wo können wir die denn anbringen? Ach, hier unten an dem... Immer näher ran. Ich kann nicht so gut erkennen, was das hier für ein Objekt ist. So winzig, okay. Futsch, futsch. Super. Das finde ich klasse. Ja, das ist gut. Am besten auch hier an so einer Attraktion. Das wäre es doch auch. Oh, hier würde ich sowieso mal vorschlagen. Mache ich mal ein bisschen was anderes. Das gefällt mir nicht so mit diesen normalen Zäunen. Ich glaube, ich habe da was Schönes für. So. Dann kriegt das ganze Ding nämlich hier nochmal so eine Metallumrahmung. Vielleicht nochmal eine andere Farbe drauf klatschen. Wo klauen wir denn mal was hier vorne? Die sind gut. Mal eben auf Tag wieder schalten. Ihr schon alle, ich sehe nichts. Oh, jetzt habe ich auch den Turm umlackiert. Was allerdings auch nicht schlecht aussieht. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Auch wie so ein Happy Accident, ne? So. So, und jetzt noch ein paar Funker und Blitze und elektrische Störungen. Das gefällt mir. Hier vorne noch. Hervorragend, plack. Ja, würdet ihr da einsteigen, wenn es so funkt? Ich schon, ich kenne da nichts. Gut, dann bringen wir hier noch ein paar Scheinwerfer an. Das sieht gut aus, immer so zwei nebeneinander. Bisschen wie Kameraüberwachung, ne? Hat so ein bisschen was davon.
Schön. Ja, Kinders, und dann würde ich sagen, haben wir wieder mal eine kleine spontane Parkitect-Folge gedreht. Also ich habe die gedreht, ihr habt sie euch nur angeschaut, hoffentlich. Ja, und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Schaut euch ruhig noch ein bisschen auf meinem Kanal um. Ich habe ja noch mehrere Sachen. Und falls ihr neu seid, könnt ihr euch die ganze Staffel meinetwegen noch reinziehen. Die lief jetzt wirklich über, ja, fast so ein Jahr lang mit 52 Folgen oder so. Und dabei ist dann dieses alles hier entstanden. Und ihr könnt das Schritt für Schritt nochmal nachvollziehen. Andererseits habe ich auch noch andere Aufbauspiele auf dem Kanal. Minecraft natürlich sowieso. Aber auch ein bisschen Action-Adventure und was weiß ich und hast ja nicht gesehen. Also schaut euch mal um, lasst ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und falls es euch gefallen hat, dann haut auf den Like-Button. Würde mich doch sehr darüber freuen und noch mehr freue ich mich natürlich über eure Kommentare, denn dann lernt man auch ein bisschen das Publikum kennen. Und ich lese auch alles. Von daher auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß. Bleibt auch sauber und lasst euch keine Angst einjagen.